alle gemeinsam müssen unsere Anstrengungen für ein demokratisches, weltoffenes und solidarisches Europa vor Ort und überall unbedingt vergrößern. Ich kann nur sagen, mischen Sie sich, mischt euch politisch ein. Thank you very much, Madame Michel. Ja, Frau Kommissarin, schön, dass Sie hier sind. Meine Frage ist ganz kurz. Sie haben die Riga-Erklärung angesprochen und dabei ausgeführt, dass es eine spezielle Arbeitsgruppe für Griechenland geben wird. Meine Frage, welche Aufgaben wird die haben und wann nimmt die ihre Arbeit auf? Denn ich komme gerade aus Athen zurück und habe dort mit mehreren Projekten gesprochen. Ich weiß, dass Sie auch in Athen waren. Die befürchten, dass ihnen in Kürze die Strukturmittel gestrichen werden. Müssen die Projekte so etwas befürchten oder nicht? Ich habe gesehen und erlebt, dass sich Kurdinnen und Kurden alleingelassen fühlen, weil die Europäische Union schweigt. Wenn man dort bei Menschenrechtsorganisationen ist, bei Anwälten, in Frauenorganisationen oder anderen NGOs, so kommt man als Politiker hin und als Mensch wieder heraus. Stand zum Beispiel bei unserer Fraktion mit diesem fürchterlichen Namen GUE NGL, den erkläre ich auch gleich nochmal, stand jetzt eine 52 und in Klammern eine 35. Was bedeutet? Wir haben mit den letzten Europawahlen als Vereinigte Linke Fraktion einen großen Sprung nach vorne gemacht. Wir sind nämlich von 35 auf 52 gewachsen. Wir sind die einzige Fraktion, die sich diesen konföderalen Charakter gewählt hat. Was bedeutet, dass bei uns keine Partei, wir sind ja, wir setzen uns zusammen, wir sind 52, aus 19 verschiedenen Partnerparteien. Ich muss jetzt mal gucken, ich habe es immer mit Zahlen nicht so doll.
aber wenn du Anträge stellst, das ist sehr häufig in meinem Ausschuss zur Regionalpolitik, wo es dann um Fördergelder geht, um die Verteilung von finanziellen Ressourcen, da kannst du ganz einfach, oder in der Medienpolitik, wenn es um die Netzpolitik geht oder die Netzneutralität, um die Frage Internet für alle, da hast du Verbündete von Grünen bis zu den Sozialdemokraten und machst mit denen natürlich dann auch, kannst mit denen dann auch arbeiten, wenn du die Möglichkeiten dann nutzt. Letzte Woche war ich in Israel und besuchte unter anderem die Knesset und NGOs. Die Eskalation in und um Gaza wird genau wie die Siedlungspolitik auch innerhalb Israels kritisch gesehen. Ein Rückkehrmarsch für Palästinenser ist für die einen nachvollziehbar, für andere eine Provokation. Aber auf jeden Fall ist es kein Grund, um tödliche Munition gegen wütende Demonstranten und Journalisten einzusetzen. Kommission und Rat müssen dieses Politikversagen prüfen und ändern, statt Europa die Geschichte, die Seele und die Zukunft zu rauben.